Hallo YouTube, hier ist wieder Dome mit einem Video aus Live for Speed. Wie ihr seht, fahre ich hier gerade auf dem Weg zur Start-Ziellinie, um im Anschluss zwei Runden zu fahren mit jeweils 1,33. Manche denken sich, wow, 1,33, davon bin ich auch einer. 1,33 ist für mich als Mausschubser, so wie mir ein Kumpel mal zu mir gesagt hat, wirklich schwer. Und ich habe gleich zwei hintereinander in einem Rennen geschafft. Da bin ich auch sehr stolz drauf, aber ich versuche mich natürlich zu bessern und versuche meine 1,33er Zeiten zu verbessern. Gut, das geht natürlich mit viel Training. Und da ich arbeiten bin, beziehungsweise Schule, da ich Auszubildender bin, habe ich sehr wenig Zeit. Sprich, ich kann immer bloß abends. Aber das reicht mir. Ja. Kommen wir zum Setup. Das Setup, das ist außergewöhnlich, kann ich fast sagen. Ich war bei uns auf dem Demo-Server, LFS German Racers, und da ist einer gefahren, der hieß Ricardo, und ich gucke ihm so zu, wie er so fährt, weil mir echt aufgefallen ist, dass er wirklich schnell fährt. Er ist eine 1,33,50 gefahren, da habe ich mir gedacht, wow, und er ist auch mit Maus gefahren. Ich schaue ihm so zu und da merke ich, wieso fährt der dort im zweiten Gang und dort im ersten und dort im dritten. Er ist komplett anders gefahren, als ich es fahre. Sprich, er fährt die erste Kurve im ersten Gang und alle anderen im zweiten. Normalerweise fährt man die erste im zweiten Gang und alle anderen im dritten. Und ich habe mir eine Weile zugeguckt, eine Woche lang rumexperimentiert und jetzt bin ich so weit mit meinem Setup gekommen, dass ich auch 1,33 fahren kann. Ich komme am Start zwar schlechter weg wie er, aber das interessiert mich nicht. Mir geht's bloß nach Punktejagd. So, wie ihr gerade seht, fahre ich hier die erste Kurve im ersten Gang und schalte vor der Schikane in den zweiten. Und sobald ich aus der Schikane raus bin, seht ihr jetzt, bumm, dritter Gang. Ich schalte bewusst bei 7500 Umdrehungen, weil die Gänge zum Schluss sind immer kürzer übersetzt. Als ich bei 7,5 geschalten habe, da war ich bei knapp über 6000 Umdrehungen. Und jetzt habe ich vom 4. in den 5. geschalten und da war ich bei 6500 Umdrehungen. Gut, manche denken sich, wie kann man so fahren mit so einer Übersetzung? Das habe ich mich bei Ricardo damals auch gefragt. Und ich war begeistert. Das ist einfach, für mich kann man sagen, faszinierend. Weil man sowas echt selten hier in der Welt von Live for Speed sieht. Ja, die letzte Runde, der 1,33,87. Da kann ich zu euch sagen, das ist ein Zehntel langsamer als meine Bestzeit, 1,33,76. Ja, ich werde weiter rumexperimentieren, weiterfahren, weiter üben. Wenn es die Meisterschaft, die momentan läuft, zulässt, das ist das zweite Problem. Aber schalt euch auf den Laufenden. Wenn ich eine wirklich schnellere Zeit gefahren bin, dann zeige ich es euch natürlich. Na gut, das war's und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.